Let's play Cosmic Chasm. Das ist mein absoluter Lieblingsspiel auf den Vectrex. Und zwar, um was geht's da genau? Wir landen irgendwo auf einem Planet und müssen den irgendwie, glaube ich, sprengen, wenn es mir recht ist. Ich bin da, glaube ich, schon relativ weit im Kern. Man sieht da vorne den blinkenden Punkt. Muss man schauen, dass man nicht zu viel Weg vor sich hat, so schafft man es am Schluss nicht mehr in den Ausgang und das ist eben nicht so cool. Man hat hier einen Fire-Button, wo man da die Gegner aus dem Weg schaffen. Dann kann man mit Trust kann man Gas geben und dann mit Drill kann man da die Schranken aufbohren. Dann sieht man weiter. Jetzt sieht man, dass ich da ein bisschen am Wandern bin, immer näher zum Kern. Oder? Die Gegner die werden immer schneller. Man hat auch noch ein Schild, um sie abwehren. Das Spiel habe ich früher gerne mit meinem Bruder gespielt. Da hat sich einer nur um die Verteidigung kümmern und der andere hat sich ums Bohren und das Fahren kümmern. Das war schon recht praktisch. So, ich fahre da jetzt mal weiter. Wenn ich mich recht erinnere, geht es da durch. Ja, genau. Dann einfach immer näher zu dem Kern zu. Wenn man dann dort ist, muss man noch alle Gegner umbringen. Das Schild brauchen. Und nachher kann man dann den Kern sprengen. Das zeige ich jetzt denen gerade. Ich hoffe, es klappt. Genau. Ah, jetzt hat es mich da mal einmal getroffen. Ja, die werden eben immer schneller, je weiter man zum Kern vordringt. Oh, Scheiße, nicht schon wieder. Ja, ja, da kommt schon gut, da kommt schon gut. Mal schauen. Ich habe zwar da zwei Schüsse, die parallel zueinander vorfliegen, aber irgendwie, wenn man sie dann gleich nicht schön hat. Also, ich muss jetzt da mit dem Raumschiff herfahren, mich kehren und Down Arrow drücken und dann lege ich die Bombe. Es hat sich unten dran einen Timer-Sender. Ich muss innerhalb von 20 Sekunden wieder an den Ausgangsort herkommen. Und das ist eigentlich ziemlich tricky, weil man hat gar nicht so viel Zeit, wie man wirklich braucht. Jetzt, wie ich vorher am Anfang gesagt habe, falls man zu weit weg ist, sollte man das Game resetten. Also schafft man es wirklich nicht, in rechter Zeit wieder zurückzukommen. Jetzt auch noch 2 Sekunden, da, 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 das Loch und dann habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, Mission 2. Die werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, es ist wirklich verdammt schwer. Ich gebe mir natürlich Mühe. So, wie viele Felder habe ich da? 1, 2, 3, 4, 5, und ich muss es schaffen. Das ist sowieso das ist praktisch unmöglich. Wir probieren es trotzdem. Ah, shit, wo muss ich durch? Ich glaube, da vorne auf, wenn es mir recht ist. Der Kern wird immer grösser, da sollte man schauen, dass man möglichst schnell aus dem Raum rauskommt, bevor man nicht verdrückt wird von dem Kern. Nachher auf dem Rückweg hat er immer noch die gleiche Grösse. Und dann sollte man irgendwie schauen, dass man durchkommt. Und sonst ja, sieht man ziemlich schnell, ziemlich alt aus. Wie ihr da seht, bei dem Overlay sieht man mich nicht mehr in der Spiegelung, wie man es beim letzten Mal sieht. Es hat da damit zu tun, dass das kein Original-Overlay ist. Das habe ich selber gebastelt aus Klarsichtfolien und Laminatsfolien, Laminierfolien. Und Tippex ist so ein Geheimnis von mir. Jetzt zwar auch nicht mehr. Crap. So, wie viel Leben habe ich noch? 2. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber... Scheiße, doch, es sieht ziemlich beschissen aus. Okay, kommen wir da noch zu einem guten Ende. Ah, und End heisst es in der Mitte. Das war wieder mal mit dem Let's Play. Ich hoffe, wir sind das nächste Mal auch wieder dabei. Ciao zusammen.